Falls du nicht das Ganze anschauen magst, am Anfang und ab 7 Minuten 15 sind für dich relevant. Gio Antwort. So, ich schau mal ganz kurz. Was hast du da gemacht, Alter? Ich denke, wir haben schon zu viel Zeit. Okay, okay, okay. Es geht ja wirklich direkt los. Es geht ja wirklich direkt los. So, ich schau mal ganz kurz. Was hast du da gemacht, Alter? Ich denke, wir haben schon zu viel Zeit vertrödelt. Okay, ey, gib mir die. Okay, Entschuldigung. Hey. Immer noch am Nabel der Zeit. Frühlingsradar gar nicht so im Wein. Alle meine Jungs Killer Tau, bye bye. Kein Bock mehr auf deine Mucke, drop wieder meine Mucke. Drop. Immer noch am Nabel der Zeit. Droppen! Das ist schon krass, Alter, diese AI-Sachen, Digga, das ist doch verrückt. Mehr auf deine Mucke, drop wieder meine Mucke, drop immer noch am Nabel der Zeit. Das ist auf jeden Fall näher, Digga. Das ist näher als die anderen Dinger, die wir uns reingezogen haben, finde ich, oder? Das geht schon näher. Ich finde, man hört den Kiko immer noch raus, aber es ist näher, Digga. Ich finde, das hört sich wirklich original so an, wie sonst dann eben auch von mir inspiriert und dann dementsprechend nachgerappt. Sag gar nicht so mein. Alle meine Jungs Killer Tau, bye bye. Kein Bock mehr auf deine Mucke, drop wieder meine Mucke. Das ist die Bushido Aura 2003. Hightech-Scheiß-Junge von der Skyline ins Eis. Wird nicht wie jeder dritte Pisser aus dem Netz. Das ist ganz lustig, weil es klingt nach mir, aber im Hintergrund der Stimme hört man immer noch dieses Kiko-like. Wisst ihr, was ich meine? Es ist wie so eine, als hätte ich mich mit Kiko fusioniert irgendwie, oder? Das stimmt schon ein bisschen, ne? Ich glaube, wir könnten zusammen auch eine heftige Fusion machen. Es wäre schon irgendwie so ein Gotenks-Ding dann. Kio. Chico. Chico. Also, danke. Die Fresse, das sind 17 Jahre Rap. Bruder, lass ein bisschen Bälle reiten. Nix bescheiden, hier rap deine Icon. Sonne scheint, bei den meisten Rappern schneit es. Man merkt es vor allem bei so Betonungen, die er bei mir wahrscheinlich nie findet. Wenn ich so, wenn er so hochgeht, ne, weiten, weiten, ne, weil das gibt's bei mir halt nicht. Ich schau mal kurz in die anderen Sachen hier rein, was ist hier? Okay, okay, das war's schon. Ah ne, es wurde noch gesagt, irgendeine Zeitangabe gab's noch, wo auch irgendwas noch ist, wa? Chico hätte die heftigste Glatze von allen, das muss ich auch sagen. 7 Minuten 15, 7 Minuten 20, okay, okay. Ja, das ist schon verrückt irgendwie mit diesem AI-Kram. Also, wenn sich das weiter auf technischer Ebene so entwickelt, wie das voranschreitet aktuell, dann kann das schon auch eine sehr beängstigende Thematik werden. Ist ja lustig, solche Sachen, ne? Und jetzt ist es auch super entertaint. Ich hätte fett es auch geil mal mich. Ich höre auch den Murmelsong von Gio rappen. Aber, ja, also, crazy. Gucken wir mal. Let's go party. Ja, ich glaube, wir sollten einen Song machen. Also ich mache mit Gio dann doch, wirklich war das erste Official Feature. Das nennen wir dann einfach Gico und Gigolo heißt der Song. Gigolos. Make me walk, make me talk, do whatever. Ja, ist schon wild, was man mittlerweile alles machen kann, Alter. Aber so wirklich. Gio auch in Real Life. Ich könnte jetzt den Beweis herholen, aber ich lasse lieber. Hallo, Baby. Hi. Schatz, was sagst du hierzu? Ganz kurze Frage. Ja. Hier, warte, ich mach mal kurz laut. Was sagst du hierzu? Wir sind schon bei 27. Das kommt wahrscheinlich gleich. Doch, aber steht ihm, finde ich. Also hätte, finde ich, Gio auch schon eine Karriere machen können. Mit der Art von Mucke. Vielleicht auch einfach mal sowas raushauen. Als Überraschung. Wenn jetzt schon eh keine Musik kommt, dann wenigstens mal vielleicht was anderes probieren. Vielleicht ist es ja auch förderlich für den Output. Gio ist bester Mann. Guck mal, wie er sich selber freut. Hochgepitcht. Ja, das hört sich aber gar nicht nach. Okay, hier. Warte. Das aber. Raton. Hör mal das. Immer noch am Nabel der Zeit. Frühlingsradar gar nicht so im Wein. Alle meine Jungs Killer Tau, bye bye. Kein Bock mehr auf deine Mucke, drop wieder meine Mucke, drop. Immer noch am. Eigentlich muss er den auch rausbringen.
Steht ihm schon. Nabel der Zeit. Release-Radar gar nicht so weit. Alle meine Jungs Killer Tau, bye bye. Kein Bock mehr auf deine Mucke, drop wieder meine Mucke. Das ist die Bushido Aura 2003. Hightech Scheiß, Junge. Version, bessere Version. Sorry, Kiko. Ey! Ich dachte gerade, sie meinen Kiko besser. Meine Version besser? Kiko, du Opfer, Dicker. Das ist meine Antwort an Kiko, Alter. Die reiß ich ein. Ich fände es ja echt schön, wenn er noch eine einreichen würde, ne? Jetzt kann man das Ganze ja wieder so ein bisschen anstacheln eigentlich. Er hat sich ja fein daraus gewindet. Also ich meine, er war krank, er ist entschuldigt. Aber ich glaube, er hat irgendwie gesagt, was bin ich für ein Nichtsnutz, wenn ich nicht antworte oder so. Irgendwie so war das Zitat. Ich kann mich nicht ja genau dran erinnern. Er provoziert, ne? Er macht es. Er meinte ja eigentlich, er hat eine fertig. Yes! Ja, ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, dass er eine, dass er irgendwas schon gemacht hat, weil es gab mal so eine Situation. Das ist, ja, wann war das? Anfang Dezember oder so? Keine Ahnung. Da hat er mir bei WhatsApp so ein Bild geschickt, wo er so grimmig guckt. So von unten fotografiert, so herabschaut. Und dann hat er auch noch so dazu geschrieben, irgendwie, Gio, wie er auf dich herabschaut. Und da habe ich geantwortet, oha, wird Zeit für Schlagzeilen oder so. So nach dem Motto, ey, ich verstehe den Wink. Danach kam nichts mehr. Das war's. Es war heiße Luft. Gio Kawasaki-Idol. Muss ein bisschen stacheln. Ich habe ja schon genug gemacht. Was soll ich noch tun? Ich flehe ihn ja nicht an zu kontern. Ich habe alles gesagt. Find's halt ein bisschen armselig, aber das ja muss er ja wissen. Ich sag bisschen spät, Kiko, aber ich bin da. Das hier ist meine Antwort. Schicke ich ihm dann so. Genau so, 1:1. Hey. Das ist meine Lieblingsstelle. Hey. Immer noch am Nabel der Zeit. Ja, Bruder, was willst du? Da gar nicht so weit. Alle meine Jungs Killer Tau, bye bye. Ich mag aber, dass er den Track mag. Das feiere ich. Gio ist auch bester Mann, ne? Ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen. Also, wir können auch Gras über die Sache wachsen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach Kumu-Weide einmal gegeneinander fahren. Das war das Angebot, was ich auch im Track gemacht habe. Entweder er kontert oder wir fahren Kumu-Weide. Das ist mir auch, ist okay. Können wir machen. Und ich habe gehört, dass der Gio auch jemand ist, der mal Fortnite gezockt hat. Stellt euch mal vor, wir gehen im Gico-Modus zusammen in Duos und shooten dann da ein bisschen zusammen. Würde ich schon auch feiern. Muss eigentlich auch mal anstehen. Darauf hat mich Tobias übrigens mal angesprochen, dass der mal meinte, vielleicht kann man dahingehend mal eine Session machen. Kein Bock mehr auf deine Mucke, drop wieder meine Mucke, drop immer noch am Nabel der Zeit. Vertrag gar nicht so weit. Alle meine Jungs Killer Tau, bye bye. Kein Bock mehr auf deine Mucke, drop wieder meine Mucke. Das ist die Bushido Aura 2003. Hightech Scheiß, Junge, von der Skyline ins Eis. Wird nicht wie jeder dritte Pisser aus dem Net. Hört sich aber gut an, ne? Das hört sich gut an. Halt die Fresse, das sind 17 Jahre Rap. Bruder. Easy. Sind wahrscheinlich auch 17 bei ihm. Es passt. Weg am Arsch, der Junge. Ne, bitte mach wieder Mucke. Ja, muss wieder kommen. Es gibt neue AI von Gio. Da gehen wir rein. Wir gucken mal. Was ah ja, da hat das ja gerade beantwortet. Ja, kommt. Es gibt neue AI. Bitte mach wieder Mucke. Ja, gibt's doch. Es gibt neue AI von Gio. Da gehen wir rein. Ja, also Kumu-Weide. Mann, ist, also, lass natürlich Liebe hier. Wann Kumu-Weide? Ist das okay, dann klären wir es halt auf der Karte. Wie viele Buchstaben darf man denn Rapper werden? Ich glaube ab 4. 4 Buchstaben ist legit. Deswegen heißt SSEO auch nicht SEO, richtig. Das ist es nämlich. Wer hat's verstanden? Und warum? Alles oder nix? Ja, klar. Er hat sich für alles entschieden. Gio sollte sich echt schämen. Ich glaube, ich schreibe das wirklich noch darunter. PS. Dein Name hat 3 Buchstaben. Kann sein, dass da was fehlt. PS. Dein Name hat 3 Buchstaben. Kann sein, dass da was fehlt. Besser als provozieren ist Verwirrung stiften. Der hat gar keine Ahnung, auf was er sich da eingelassen hat. Verwirrung gewinnt Battles. Da spricht der Pokémon-Spieler. Absolut. Konfusstrahl gerade eingesetzt. Bin Stratege. Bin ich immer so spontan. Ich bin kein Freestyle-Battle-MC.
Aber wenn ich angreife, dann bedacht. Es gibt so viele Buchstaben im Alphabet und er nimmt G, I und O. Komm, such dir was aus. Er ist Kiko, du bist Gio, ein Buchstabe mehr, du hast verloren. Und das ist die Quintessenz dieser Geschichte. So, Gio ist Fidant, hat die richtige Anzahl an Buchstaben für guten Rap. Kiko meinst du? Ja, Entschuldigung. Ich würde Gio in einem Battle locker besiegen. Ich meine, ich habe mehr Ziffern, als er Buchstaben hat. Ja, das ist krass. Ja, Gio, also du hast es aber weißt. Vier Buchstaben sind besser als drei. Ich hoffe, du hast daraus gelernt. Du siehst ja selber, was jetzt unter deinem Video abgeht. Und ich habe das Ding gerade erst gepostet. Also wie gesagt, komm Kumu-Weide oder komm halt nicht. Es ist eigentlich auch egal. Hast du ja schon verloren.